So, was geht von willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und heute gibt es mal nach einer langen Zeit endlich mal wieder eine Blue Lock Review, nämlich zu Folge 13 und die Folge hat mir extrem gut gefallen. Generell gefallen mir die Folgen jetzt schon seit dem Nagi-Spiel extrem gut und keine Folge enttäuscht so wirklich. Natürlich gibt es mal Tage, an denen die Animationen jetzt nicht so flüssig aussehen, aber mir geht es jetzt gerade nur um die Story, um den Spaßfaktor, den ich empfinde und das ist einfach super. Also Blue Lock macht mir zurzeit richtig viel Spaß. Und ich sag euch auch ehrlich, ich habe jetzt angefangen, den Manga zu lesen, weil nach dieser Folge kann ich nicht mehr warten. Und ja, meine Erfahrung zu der Folge, zu den Folgen vielleicht, die ich nicht reviewt habe, werde ich gleich noch weiter schildern. Wenn euch das ganze Video gefällt, gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da, ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Und schreibt in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge? Werdet ihr jetzt den Manga lesen? Denn mich hat das einfach viel zu sehr gecatcht. Es macht einfach mega Bock, gerade Blue Lock zu lesen, als auch zu gucken. Und ja, damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. So, wie soll ich anfangen? Die zweite Selektion hat begonnen, Team Z hat sich aufgelöst, so wie alle anderen Teams und jetzt beginnt es wieder mal irgendwie von vorne anzufangen. Also, die Teams bilden sich jetzt neu, Nagi, Bachira und Isagi sind in einem Team, eine absolut Hype-Situation, als ich das letzte Woche mitbekommen habe. Ihr wisst nicht, was für ein Lächeln ich hatte. Nicht letzte Woche, vor zwei Wochen, denn letzte Woche war Pause. Genau, und jetzt haben wir die Ausgangslage. Isagi hat Rin, Itoshi und die zwei anderen von der Top 3 herausgefordert. Und hier sind wir, das Spiel zwischen ja, den Top 3 und Isagi, Nagi und Bachira. Und dieses Spiel, muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen. Nicht, weil das jetzt ein Spiel auf High-Class-Niveau war, sondern generell zu sehen, was natürlich ein Rin Itoshi drauf hat, was die zwei anderen drauf haben, der mich eher weniger interessiert, besonders der Typ, der ganze Zeit rumgeheult hat wie Zenitsu. Also der war schon witzig, aber irgendwie wusste ich, okay, der Typ wird sich bestimmt nicht ändern, der wird jetzt die ganze Zeit rumheulen und lassen wir ihn einfach, ja, außen vor. Wir haben jetzt natürlich Nagi im Team und die Tatsache, dass er sich so gut mit Isagi und Bachira versteht, macht ihn einfach umso sympathischer. Er war natürlich cool, weil er gut war und auch ein cooles Design hatte. Aber dass er auch einfach, ja, kommunikativ ist mit Bachira und Isagi, einfach über Taktiken spricht generell, wie sie das Ganze jetzt angehen, das ist sehr sympathisch. Es gibt Charaktere, die jetzt nicht, ja, so in diese Richtung gehen, sondern noch komplett anders sind. Also ich will euch nicht spoilern, aber jetzt im Manga habe ich so ein paar Chapter gelesen und da ist ein Charakter, den kennen wir alle sehr gut und der ist jetzt nicht so der, ja, der sozialste. Aber dazu kommen wir noch später, die Staffel ist natürlich noch lang. Das Spiel beginnt und wir sehen, dass Isagi, Nagi und Bachira, ja, es hinbekommen, das erste Tor zu schießen. Man denkt sich anfangs, wie immer gefühlt in jeder Serie, ja, die schaffen das. Die haben jetzt ein Tor geschossen und so stark ist die Top 3 jetzt auch wieder nicht. Denn wir haben einen Nagi, wir haben einen Bachira und natürlich den Main Character. Was soll dort schieflaufen? Naja, so einiges. Nach dem Anstoß für Team Rot, ja, schießt Rin den einfach von der Mittellinie und macht den einfach rein. Also ganz trocken. Und dann denkt man sich, guck mal, das habe ich mich natürlich gefragt im Power Level, was letzte Woche ja auf diesem Kanal hochgeladen wurde. Wie soll Rin nochmal krasser inszeniert werden als Nagi? Denn Nagi war schon ultra heftig. Der Seitfallzieher, perfekter Touch. Aber ja, genau so muss ihn inszenieren. Ein Charakter, der halt einfach schießt und der Ball reingeht. Also, was soll ich dir sagen? Das war einfach krass. Also, ganz ehrlich, das hat man auch an Nagis, Bachiras und Isagis Gesichtsausdruck gesehen. Was soll man da machen? Und auch später der Eckstoß. Also, der schießt ihn einfach rein, so wie Di Maria in seinen besten Zeiten. So, ja, kann man einfach nichts tun. Isagi hätte das eigentlich predikten können. Also, das habe ich auf jeden Fall gedacht. So, okay, wir kennen den mittlerweile. Der wird doch zu 100% von der Ecke aufs Tor schießen. Aber ja, vielleicht bin ich noch krasser als Isagi, deshalb ist mir das aufgefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch das nicht eigentlich auch denken könntet. Aber ja, was ich auch sehr interessant finde, was auch offensichtlich ist, am Anfang kamen die Top 3 sehr lasch rüber. Natürlich, Rin war noch was anderes, aber die zwei anderen, der Typ mit den langen Haaren, hieß er Aryu, irgendwie so, die waren halt irgendwie lame. Der hat halt lange Haare und war halt ein bisschen an Hisoka inspiriert. Also,
Der hat halt auch so manchmal seine Anfälle mit, oh, meine Haare, meine dies, meine das. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr weird. Und der andere, wenn es um Weirdigkeit geht, der Typ, Alter, einfach Zenitsu in noch schlimmer. Der hat halt wirklich Angst, überhaupt irgendwas zu machen. Das ging mir auch auf jeden Fall auf den Sack, aber als wir dann gesehen haben, okay, der Typ spielt aber trotzdem Fußball, wenn es drauf ankommt, der hat halt einfach, Bachelor konnte gar nichts machen. Der hat ihn ausgedribbelt, aber der hat halt so massive Beine, so welche Oberschenkel, so wie Pito, wirklich, so wie Pito aus Hunter x Hunter. Der hat halt einen Antritt und einen Körper, da kannst du halt einfach nichts machen. Und als er dann den Ball hatte, Isagi, der sowieso, ja, gefühlt ein Lauch ist, der konnte ihn einfach nicht aufhalten. Da merkt man wieder, okay, das ist der Unterschied zwischen Top 3 und Leuten, die vielleicht so um die Top 10 sind. Aber ich finde immer noch, dass so ein Nagi oder so jetzt nicht schwächer ist als die 3. Also nicht als die 3, als die 2. Also Rin ist noch ein ganz anderes Level. Aber ja, Nagi und auch Bachira, ganz ehrlich, auch Isagi. Also die sind eigentlich alle auf einem Level. Darum kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass sie in Zukunft auch vielleicht nochmal gegen die spielen. Höchstwahrscheinlich nochmal gegen die spielen. Und dann Bachira zurückholen und dann halt gewinnen. Genau. Was wollte ich nochmal sagen? Genau, dieser Aryu-Typ, der mit den langen Haaren. Ja, seine Fähigkeit ist okay. Also, er ist irgendwie Gagamaru auf Crack. Der kann halt auch hochspringen. Ist generell auch mit dem Körper sehr elastisch unterwegs. Ja, er hat halt auch ein Tor geschossen, indem er als Isagi. War das Isagi, der verteidigt hat? Hat er den Ball halt einfach durch die Beine geschossen, also so richtig komisch. Irgendwie hat er es geschafft, also von so einer richtig komischen Position. Also auch eine sehr, sehr eigenartige Technik, aber natürlich eine sehr nützliche Technik. Und der hat halt auch am Anfang des Spiels, als der Ball zu Nagi gekommen ist, Alter, seine Aura. Ich schwöre, früher, ich hätte wirklich zu 100% Angst vor ihm gehabt. So lange Haare, bisschen creepy und dann noch dieser Gesichtsausdruck, sah auch ein bisschen aus wie Illumi im Blutlos-Modus. Ja. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und tatsächlich haben die das Spiel verloren. Die haben das Spiel 5-1 verloren. Genau, 5-1 oder 5-2. Ich glaube 5-1. Und ja, ich habe eigentlich damit gerechnet. Natürlich habe ich auch so im Hintergedanken gehabt, okay, wenn sie jetzt gewinnen, dann werden sie auf jeden Fall Rin zu sich holen. Und viele haben ja auch ja, Theorien gestiftet, dass vielleicht das Team, also die Top 3, jetzt nicht gut harmoniert und deshalb halt gegen ja, Bachira, Nagi und Isagi verlieren werden. Aber so ist es nicht gekommen. Am Ende sind es die Top 3 und die sind halt individuell auf einem ganz anderen Level. Ja, und dann haben die einfach Bachira Meguru ausgewählt. Der Charakter, der es irgendwie am interessantesten macht. Also gut, dass sie Bachira gewählt haben, denn Bachira hat davor nur mit Isagi gespielt. Und der hatte halt wirklich richtig viel Spaß mit Isagi auch mit Bachira. Ja, und jetzt ist es vorbei. Bachira war auch geschockt und war auch echt traurig, dass er nicht mehr mit Isagi spielen kann. Aber dann der Blick. Ey, Bachira ist so cool für diese kleinen Momente, für diese Blickmomente, auch für sein Dribbling und so und für die witzigen Momente. Aber Bachira ist wirklich so cool, wenn er dann zu Isagi sagt, ey, wenn du mich haben möchtest, dann hol mich. Ich werde auf mein Monster hören. Und alleine sein Blick, wirklich. Ich liebe Bachira. Diese Blickmomente, generell auch in Haikyuu, die besten Momente. Und das kriegt Blue Lock genauso gut hin. Also, wenn nicht sogar besser, muss ich sagen. Aber, okay, auf dem gleichen Level. Weil es gibt da ein paar Momente wie Hinata Ushijima. Die sind dann schon sehr, sehr heavy. Aber dieser Moment, unglaublich. Und Bachira auch. Muss man sagen, Badass. Ein cooler Typ. Und ich muss wirklich sagen, das passiert nicht sehr oft, aber das war ein Cliffhanger, wo ich mir dachte, ey, ich muss den Manga lesen. Das habe ich wirklich, wirklich nicht oft. Ihr wisst, dass ich Diamond No Ace liebe. Ich liebe diese Serie. Ist in meiner Top 3. Aber ich habe trotzdem nicht den Manga gelesen, nachdem die Staffel zu Ende ging. Und das habe ich jetzt bei Blue Lock gemacht, weil ich musste wissen, wie es weitergeht. Ich musste wissen, was jetzt mit Nagi und Isagi passiert. Ich weiß natürlich, dass Bachira mit Rin und den zwei anderen von der Top 3 nicht verlieren wird, dass sie halt höchstwahrscheinlich auf Isagi warten werden. Aber Nagi und Isagi, gegen wen werden sie spielen? Wen werden sie ranholen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass. Und die werden auch höchstwahrscheinlich zu zweit nicht verlieren. Die werden das nicht verlieren, weil sonst muss einer von denen rausfliegen. Und ich glaube, das sind zwei Charaktere, die sind einfach so wichtig. Die kann man jetzt nicht einfach rausschmeißen. Und
zweimal hintereinander zu verlieren in einer Sportanime-Serie ist auch sehr unüblich. Deshalb ja, gucken wir einfach. Und ich musste den Manga lesen. Und ich habe auf jeden Fall vor, das werde ich auf jeden Fall machen, denn das kam auch bei Haikyuu sehr gut an. An alle Haikyuu-Zuschauer, das wird auf jeden Fall noch kommen. Also ab Februar werde ich die ganzen Zusammenfassungen noch bringen. Aber was ich sagen muss, ich möchte zu Blue Lock, nachdem der Anime zu Ende gegangen ist, ja den kompletten Manga, nicht komplett, sondern dort, wo der Anime aufgehört hat, bis zum Ende des Manga, einfach alles wieder zusammenfassen für die Leute, die nicht auf die zweite Staffel warten können. Genau, das habe ich vor und ich habe mega, mega Bock. Ich möchte, dass dieses Jahr auch Blue Lock so in diesen Kanal integriert wird. Natürlich habe ich es am Anfang versucht. Danach kam halt Hunter x Hunter zwischen, aber ja, ist nichts Schlechtes. Also Hunter x Hunter ist immer noch das, worauf ich mich am meisten freue. Deshalb, das ist kein Problem. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Review. Schreibt ihr in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge? Und habt ihr danach den Manga gelesen? Vielleicht ist es euch genauso wie mir ergangen. Gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da. Ein Abo natürlich, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video zu bringen. In alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal.